Gestern kam ein Zauberer mit einem Koffer in New York an. Einem Koffer voller magischer Geschöpfe. Und leider sind einige entkommen. Tingy, du bringst Herrenbesuch mit. Das ist Mr. Scamander. Er hat etwas verloren und ich helfe ihm, es zu finden. Harry Potter-Autorin J.K. Rowling dreht die Uhr zurück, um eine Geschichte zu erzählen, die vor Harry Hogwarts und Horcruxen stattgefunden hat. Als Basis dafür dient das Lehrbuch von Harry Potter, also ursprünglich war es ein Lehrbuch, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Daraus wurde dann ein 64-seitiges Buch und schließlich natürlich jetzt ein Film. Es geht um den Zauberer Newt Scamander, der für seine Faszination von magischen Tierwesen damals von Hogwarts verwiesen wurde. Und diese Tierliebe sorgt auch noch nun dafür, dass das nervöse Verhältnis zwischen Menschen und Zauberern immer schwieriger wird und zu zerbrechen droht. Er geriet auch selbst ins Visier der Makusa des magischen Kongresses der USA, der ihn beschuldigt, eine ganz fiese und finstere neue Macht in ihrer Welt losgetreten zu haben. Das Ganze ist natürlich als Mehrteiler gedacht und soll ein komplett neues Universum für alle Zauberer-Fans eröffnen. Magische Tierwesen jagen Nomads Angst ein. Und wenn Nomads Angst haben, greifen sie an. Halten sie das auf oder es gibt Krieg. Was mir jetzt wirklich gut gefällt an Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist, dass er sich ganz viel Zeit nimmt, damit Harry Potter Fans und auch Nicht-Kenner dieser Welt in dieses neue Universum eintauchen können. Also, dass man die Kreaturen sind einfach großartig, die Kostüme, die Kulissen, all das wirkt, wie gesagt, ganz vertraut und auch lebendig, egal ob man die Welt bisher mochte oder nicht mochte, man taucht auf jeden Fall ganz schnell ein. Und auch der Cast legt sich von Anfang an mit ganz, ganz viel Elan ins Zeug. Da hat mich am allermeisten eigentlich überzeugt der gute Dan Fogler, der den Jacob spielt. Er hat eigentlich die witzigsten Momente und auch seine Story ist diejenige, die einem dann am meisten ans Herz geht. Bei den anderen ist mir das ein bisschen schwerer gefallen, denn das Drehbuch von Rowling raubt sich durch die Action, durch die Effekte und vor allen Dingen auch durch die Einführung in diese neue Welt dann auf der anderen Seite natürlich eine ganze Menge Zeit. Und das erschwert dann auch die Bindung zu den anderen Figuren für uns. Schade. Es gibt absolut keinen Grund zur Besorgnis. Ja, da kann ich nur sagen, das stimmt. Denn trotz allem ist Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, wirklich unterhaltsamstes Popcorn-Kino. Vielleicht ein bisschen zu überladen und ein bisschen zu glatt, aber auf jeden Fall reich an Ideen, erstklassigen Effekten und auch spannenden Sequel-Ansätzen. Und davon gehen wir natürlich alle aus, dass da die meisten noch dazukommen. Ist ja auch schon bekannt gegeben worden. Aber wir sind mal gespannt, wie Filme dann am Ende dabei rauskommen. Und wie zu erwarten, ist das Ganze natürlich auf einer vorbildlichen Blu-ray präsentiert. Das Bild weist eine sehr gute Schärfe, gute Kontraste und tiefe Schwarzwerte auf und wirkt alles in allem sehr, sehr plastisch. Dazu erklingen dann auch noch zwei HD-Tonspuren, die den Subwoofer und die Boxen mit allerlei Gezwirbel, Krachmusik oder auch Rohrpostzischern auslasten. Und es gibt, und das ist toll, ein reichhaltiges Bonuspaket, in diesem Fall vielleicht ein ganz klein bisschen zu werblich, aber immerhin eine ganze Menge an Sachen, die den Fan freuen und vor allen Dingen auch alle Facetten des Drehs abarbeiten. Kurzum, das animalische Abracadabra-Spektakel überzeugt in diesem Fall nicht nur im Kino, sondern auch im Heimkino. Meine Ranks-Tags, Eddie Redmayne, Fantasy-Abenteuer, Harry Potter-Flair, einfallsreich und gedrängt. In Amerika war ich nur im Kampf frei. War nie frei auszuruhen. We need to take action. Any kind of action. By any means necessary. They need us to speak to Cockney. And now they don't need us anymore. Now they don't need us, they're gonna kill us all off.
Auf Deutsch trägt der wunderbare Samuel Deluxe die Texte von Baldwin vor. Im Englischen ist es Samuel Jackson. Und Peck macht etwas wirklich Fantastisches. Diese Texte unterfüttert er mit unfassbar viel Bildmaterial, was er aus den Archiven rausgeholt hat.